Willkommen zurück. Es geht ums totale Differential, ein Ausdruck, den ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Die Idee vom totalen Differential ist, naja, wir haben bis jetzt immer ja, viel mit Funktionen von x und y zu tun gehabt. Was haben denn x und y miteinander eigentlich zu tun? Was ist ihr Verhältnis? Ja, x und y könnte man sagen, gar nichts. Kann natürlich sein. Ja, x und y sind völlig unabhängig, haben nichts miteinander zu tun. Dann bräuchten wir dieses Kapitel nicht, aber es gibt viele Beispiele, wo x und y vielleicht nicht x und y sind, sondern meinetwegen die Temperatur in unserem Zimmer und die Luftfeuchtigkeit. Was haben die miteinander zu tun, die beiden? Wahrscheinlich viel. Also immer dann, wenn es Abhängigkeiten zwischen den mehrdimensionalen Variablen gibt, die wir betrachten, da wird das totale Differential wichtig. Und wir nähern uns dem erstmal über die Tangentialebene, die wir ja vorhin gerade besprochen haben. Also wir haben ja gesagt, unsere Funktion f von x und y, die beschreiben wir durch diese beiden Richtungsterme, also quasi unser Delta x mal die Ableitung und dann hier unser Delta y mal diese Ableitung und dann plus den Startwert. Das plus F0, das habe ich hier mal auf die linke Seite gepackt und da bekomme ich jetzt sowas hier wie ein Delta F. Also wie ändert sich der Funktionswert unserer Funktion, wenn ich mich in x und y Richtung bewege mit der Tangentialebene? Also ich kann das Ganze, wenn ich das mit den Deltas schreibe, kann ich das so schreiben. Unser Funktionswert verändert sich, zumindest wenn ich es als Tangentialebene nähere, wie Abstand vom Entwicklungspunkt in x-Richtung mal die Steigung x-Richtung plus Abstand in y-Richtung mal die Steigung in y-Richtung. So, jetzt machen wir das Ganze infinitesimal. Das heißt, wir sagen, statt ein Stückchen Delta x, dass ich weg bin vom Entwicklungspunkt, gehe ich nur ein infinitesimal kleines Stückchen x, also dx in die x-Richtung und ein winziges Stückchen dy in die y-Richtung. Der Rest der Formel bleibt ja gleich, das gleiche auch. Ich bekomme dann eine infinitesimal kleine Änderung des Funktionswertes. Was ich hier unten habe, ist schon das totale Differential. Also da steckt jetzt gar nicht mehr viel mehr dahinter als Änderungen des Funktionswerts. Also Änderungen des Funktionswerts. Die bekomme ich, indem ich ja ein kleines Stück nach x gehe. Abstand x-Richtung mal Steigung x-Richtung. Plus Abstand y-Richtung mal Steigung y-Richtung. Ja, so lässt sich das Ganze schreiben und lesen. Ja, da scheint es noch nicht so spannend zu sein. Was jetzt interessant wird, ist, ich habe jetzt hier eine Mischung aus meinen lateinischen dfs und dx und dy und diesen partiellen Ableitungen
df nach dx und df nach dy. Und jetzt kann ich ja auf die Idee kommen, was ist denn zum Beispiel df lateinisch nach dx lateinisch. Genau, die klassische Ableitung f nach x abgeleitet. Und da kann ich jetzt ja das df einfach mal hier oben einsetzen. Da bekomme ich ja dx, schreiben wir es mal einfach als großen Bruch, plus dy df nach dx, df nach dy und hier unten ein dx. Und jetzt kann ich das Ganze noch hier auf zwei Bruchstriche schreiben. Und ich kann den vorderen dx, den kann ich kürzen. Und dann steht hier, ups, das wollte ich in grün machen. Nach dx plus, schreiben wir es so, df nach dy, dy nach dx. Genau. Also jetzt habe ich hier für meine Ableitung df nach dx eine Formel, die zwei partielle Ableitungen und ein weiteres Differential dy nach dx enthält. Das sieht jetzt etwas verwirrend wahrscheinlich auf den ersten Blick aus, aber ich habe ein Beispiel, wo wir gleich sehen werden, wo das Ganze nützlich wird. Schauen wir uns Folgendes an. Wir haben einen Kolben, ja, so wie er in jedem Verbrennungsmotor drinnen ist. Der kann sich auf und ab bewegen und ich messe Druck und Volumen hier drinnen, also das Volumen ist mäßig und ich habe den Druck hier drinnen. Okay, die Thermodynamik sagt mir, dass die Temperatur proportional zu Druck mal Volumen ist. Okay, und jetzt kann ich schauen, wie ändert sich die Temperatur. Also ich könnte sagen, Temperatur ist eine Funktion dieser beiden Variablen. Ja, jetzt haben wir unsere Funktion mehrerer Veränderlicher, die Temperatur. Gut, wie ändert sich die Temperatur mit dem Volumen? Also jetzt kann ich hier rechnen, dt nach dv, partielle Ableitung. Und wenn ich die Formel von oben nehme, ich leite nach v ab, v wird zu 1, dann bleibt nur der Druck übrig. Okay. Könnten wir einfach mal so akzeptieren. Also die Temperatur ändert sich mit dem Volumen proportional zum Druck. Aber was wir ja eigentlich gemacht haben bei der partiellen Ableitung, wir nehmen ja immer an, dass V gleich V0 gleich konstant. Ja? Nein, andersrum. Wir haben ja nach V abgeleitet. Wir nehmen an, dass der Druck P gleich nur gleich konstant. Ja, nach V leiten wir ab und alle anderen Variablen sind konstant. Ja, aber ist es denn überhaupt der Fall, wenn wir also den Kolben hier runter drücken, das Volumen halbieren, ist der Druck dann konstant? Wahrscheinlich nicht. Also das war eine überalte Annahme, dass der Druck
konstant bleibt. Wenn wir es uns hier im Diagramm anschauen, hier ist der Druck nach rechts und das Volumen nach oben. Und ich habe mich jetzt gefragt, wie ändert sich die Temperatur, wenn ich von dem Punkt hier oben, von Punkt 1, hier runterlaufe, senkrecht zum Punkt 2. Und das kann ich natürlich hier ablesen mit dieser Skala. Also hier sind wir bei grün, irgendwie so 0,7. Und hier sind wir bei blau, meinetwegen 0,4. Ja, das sind Punkte 1 und 2. Aber das werde ich in der Realität nie bekommen. Denn wenn ich dieses Volumen hier verkleinere, wird sich gleichzeitig natürlich der Druck verändern. Das heißt, in der Realität hängen P und V miteinander zusammen. Wir werden also nie eine senkrechte Linie hier im Kolben erzeugen, sondern wir werden immer irgendeine andere, einer anderen Kurve folgen. Und das ist die Idee vom totalen Differential. Also schauen wir uns an, das totale Differential dt nach dv. Nach der Formel, die wir oben gerade hatten, bekomme ich hier ja, die partielle Ableitung dt nach dv. Die spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also wie verändert sich die Temperatur quasi direkt durch Volumenänderung? Also der Anteil, wenn der Druck konstant wäre. Aber dann haben wir natürlich auch einen Anteil, was passiert, wenn sich der Druck ändert. Ja, da haben wir eine partielle Ableitung. Wenn sich quasi der Druck mit dem Volumen ändert und dann aber der Druck die Temperatur ändert. Also dieser Term hier, der zieht in Betracht, dass das Volumen ändert den Druck und der Druck, der verändert die Temperatur. Also wir haben jetzt quasi so einen Schritt um eine Ecke rum. Ja, das beschreibt dieser Term hier und der wird extrem wichtig sein. Und wenn wir den berücksichtigen, dann werden wir sehen, jetzt in diesem Beispiel aus der Thermodynamik weiß man, der Druck ist proportional zu Volumen hoch minus 5 Drittel in so einem idealen Gas. Das heißt, statt von dem Punkt 1, statt hier senkrecht runter zu gehen, wie es die partielle Ableitung sagt, laufen wir hier dieser adiabatischen, sagt man, Linie entlang zum Punkt 2 hier rüber. Und da bekomme ich natürlich jetzt ein ganz anderes Ergebnis, das natürlich die Realität jetzt besser widerspiegelt. Gut, machen wir ein Beispiel dazu. Hier ist übrigens nochmal das Ergebnis ausgerechnet. Ja, da habe ich es nochmal reingesteckt, das Ergebnis von hier. Machen wir ein Beispiel dazu. Das ist vielleicht ein bisschen weniger Thermodynamik, ein bisschen intuitiver. Also nehmen wir an, ihr habt eine Firma, die verkauft Autos. Und zwar jedes Jahr verkauft ihr N Autos zum Preis P. Den Gewinn, den ihr macht, der ist natürlich n Autos zum Preis P, also n mal P, so viel Geld kommt rein in die Kasse. Das sind die Einnahmen. Aber ihr habt auch Ausgaben und zwar, sagen wir, euer Gehalt, Jahresgehalt 100 Euro, das sind eure Ausgaben. Ja, weitere Ausgaben gibt es nicht. Gut, jetzt könnten wir berechnen, die partielle Ableitung, wie ändert sich der Gewinn mit
dem Preis. Und wir könnten ja so in klassische Form da die Nullstelle der ersten Ableitung suchen, um den Gewinn zu maximieren. Berechnet das bitte und berechnet auch das entsprechende totale Differential. Ja, hat es einigermaßen geklappt. Schauen wir es uns mal an. Die partielle Ableitung, die ist, glaube ich, leicht. dP nach dP, dann wird es, der Preis wird zu 1, die 100 fällt weg. Als Konstante, die ich addiere, bleibt nur n übrig. Das heißt, ja, ich habe einen stets positiven Gewinn. Also je größer der Preis, desto größer der Gewinn. Wir könnten also unsere Autos zu einem immer höheren Preis anbieten. Sagen wir, jedes Auto kostet 1 Million. Nein, warum 1 Million? Sagen wir 1 Milliarde, machen wir mehr Gewinn. Das ist natürlich nicht realistisch, denn wir haben ja immer angenommen, dass, ja, wenn wir nach p ableiten, dass n gleich konstant ist. Also unsere Nachfrage, die Anzahl der verkauften Autos, egal wie hoch der Preis ist, das ist die partielle Ableitung, die vernachlässigt also, dass Preis und Absatz, dass die miteinander in Verbindung stehen. Dafür nehmen wir jetzt die Formel des totalen Differentials her. Und da steckt natürlich jetzt hier dG nach dP, steckt hier drinnen. Das ist der hier, das ist n. Und ich brauche aber auch noch die anderen Terme. Wir können jetzt noch ausrechnen, dG nach dn, den brauchen wir hier. Der ist ja auch schnell berechnet. Wenn wir nach n ableiten, dann bleibt nur p übrig. N wird zu 1, die 100 fällt weg. Also das hier wird zu einem p. Und dann steckt noch hier dieser Term dn nach dp. Da steckt jetzt der Zusammenhang drinnen. Also das ist der Zusammenhang Verkaufszahlen und Preis. Ja, da steckt jetzt eigentlich das Wesentliche drinnen, dass wir einen Zusammenhang haben. Wenn es keinen Zusammenhang gibt, so wie wir am Anfang gedacht haben, x und y unabhängig, dann wird dieser Term zu 0. Und er fällt weg, dann ist das totale Differential identisch zur partiellen Ableitung. Jetzt ist es aber so, ich habe euch angegeben, die Nachfrage, die nimmt exponentiell mit dem Preis ab. Ja, wenn man einfach mal nur so eine einfach zu rechnende Annahme. Und jetzt kann ich ausrechnen, ganz klassisch, das ist eine Funktion von einer Veränderlichen, dn nach dp. Die Ableitung dieser Nachfragefunktion, die ist einfach minus 10 e hoch minus p. Oder kann ich auch schreiben, minus n. Gut, das kann ich jetzt hier einfach mal einsetzen. Kommt hier oben hin, also mal n und hier habe ich ein Minus. Und jetzt sehe ich schon, da gibt es auf jeden Fall auch eine Nullstelle, da gibt es ein Maximum. Wenn ich das also ausrechne, habe ich hier diese Formel und ja, da könnten wir jetzt berechnen, wo komme ich dann 0? Wo habe ich den größten Gewinn insgesamt? Das wollen wir jetzt nicht tun. Was wir jetzt eigentlich noch machen wollen, ist, woher kommt diese Formel eigentlich? Was bedeutet die? Und
Wir hätten auch einen anderen Weg beschreiten können, denn ich habe ja hier diese Form, diese Funktion Gewinn in Abhängigkeit von n und p gehabt. Jetzt, wenn ich aber weiß, wie n, wie die Nachfrage vom Preis abhängt, hätten wir das ja eigentlich auch hier direkt einsetzen können, wenn ich das schon weiß. Also ich könnte hier auch schreiben, statt n schreibe ich 10 e hoch minus p. Das hier ist mein n. Und dann kommt noch dieser mal p minus 100 Term. Okay. Jetzt habe ich hier nur noch eine Funktion des Preises. Eindimensionale Funktion. Und bei der eindimensionalen Funktion g von p, da lässt sich ja leicht diese Ableitung hier berechnen. dg nach dp. So wie wir es immer gewohnt waren. Und das kann ich jetzt machen mit Produktregel. Ihr könnt es auch selber mal überprüfen. Und da kommt genau diese Formel hier raus. Ja? Also das totale Differential macht im Prinzip nichts anderes als diesen Zusammenhang zwischen den beiden Variablen in die zweidimensionale Funktion einzusetzen und dann die ja, das normale Ableitung zu berechnen. Über das totale Differential können wir das allerdings ja, sozusagen in zwei Schritte aufbrechen, vor allem wenn dieser Zusammenhang, wenn der noch nicht klar ist, so wie es oftmals ist, dass wir einfach erstmal allgemein schreiben wollen. Wie sieht denn die Ableitung aus, ohne dass wir den Zusammenhang schon spezifiziert haben? Gut, ich hoffe, das hat euch einen ersten Einblick gegeben und jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche und bis demnächst.